So, Loop Mesh und die Mastering-Kette. Fangen wir mal mit Loop Mesh an, einem extrem coolen Tool. Super schwer zu erklären, was es macht. Vom Handling aber eigentlich wieder simpel. Deswegen muss man es einfach, ich glaube, einfach machen. Ich versuche es trotzdem einmal ganz kurz zu erklären. Und zwar hat man hier verschiedene Spuren. Auf diese Spuren kann man einfach Loops ziehen. Diese Loops werden ähnlich wie bei Stylus direkt gechoppt in verschiedene Slices. Es ist jetzt aber nicht so ein typisches Slice-Tool, wie jetzt eben Stylus, dass man jetzt einfach diese Slices alle lustig irgendwie umarrangiert oder solche Sachen, sondern hier dienen die Slices eigentlich nur der Analyse. Denn wenn ich jetzt eine andere Loop reinziehe, wird einfach geguckt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drum-Pattern habe mit Kick und Snare und ich lade eine weitere Loop rein, auch mit Kick und Snare, erkennt er, dass an den gleichen, an verschiedenen Stellen ungefähr der gleiche Sound sitzt, nämlich zum Beispiel eine Kick und eine Snare. Und dann kann man hier mit diesen Reglern bestimmen, wie dominant diese Loop jetzt ist. Das heißt, dass er dann zum Beispiel an den Stellen, wo in der Hauptloop eine Kick kommt, dass er da nicht die Kick aus der Hauptloop spielt, sondern die Kick aus der anderen Loop. Ersetzt. Genau, so und so. Deswegen heißt es Loop Mesh, weil im Prinzip verschiedene Loops übereinander geschichtet werden, aber eben nicht einfach gelayert, sondern eben gemashed. Okay. Dass also Parts ersetzt werden, zum Teil, das kann man dann eben hier einstellen, doch auch zusammenklingen, wie ein Layer und so weiter. Es klingt kompliziert, ist es auch, aber vom ich habe jetzt verstanden. Vom so Handling ungefähr, geht's. Ja, ja. Guck, dann habe ich es auch so schlimm nicht erklärt. Wenn ich das hier jetzt mal laufen lasse, so, höre ich die jetzt ja auch alleine, ja. Hier oben habe ich jetzt die geslicete Loop, die klingt deswegen so abgehackt, weil die in einem ganz anderen, in einem schnelleren Tempo war und jetzt die Slices im Prinzip langsamer abgespielt werden. Es ist also nicht so, dass jetzt Slices ausgelassen werden. Die ist jetzt als Master eingestellt und jetzt habe ich hier noch eine andere Loop, die nehme ich jetzt mal nach vorne. So, und jetzt kann ich eben die beiden kombinieren. Und jetzt ersetzen halt Teile von dieser ersten Loop die zweite Loop und dadurch klingt es dann eben so abgehackt. Jetzt kann ich noch einen Selection Offset zum Beispiel einstellen. Das heißt, dass er eben nicht die getaggten Slices nimmt, wo er halt erkannt hat, dass sie auf einem ähnlichen Soundursprung beruhen, sondern Slices, die daneben sitzen. Ich kann auch eine Random Selection machen oder die Voices per Track ändern, dass er eben doch auch Sachen gleichzeitig spielt, also wirklich layered. Und so kann man doch ziemlich abgefahrene Kombinationen hier machen. Das Ganze eben kombiniert mit der Musik und so, jetzt habe ich hier ja viel rumgespielt. Ich nehme mal das, was ich im Original mir zusammengebastelt hatte. Darüber hinaus kann man jetzt ja noch in einen Performance-Modus gehen. Und hier habe ich jetzt wie bei Effectrix und solchen Programmen von Sugarbytes so Tools, dass man hier Sachen nochmal wiederholen kann, loopen kann, das scratchen kann. Und das macht tatsächlich einfach Spaß. Ja, okay. Das ist wirklich geil und ich kann jetzt diesen Loop Mesh einfach per Drag and Drop entweder mit Loops aus dem Arrangement direkt bestücken oder ich könnte hier auch in die Media Bay gehen, da in meine Loop Library gehen und die Sachen hier einfach mal reinschmeißen und damit halt spielen. Und ja, also es ist extrem verwendbar, so, sehr kreatives Tool, macht einfach Laune. Leider kann man das nicht in anderen DAOs benutzen, ne? Nee, das ist tatsächlich ein Steinberg internes Tool.
Ja, mir fällt jetzt auch keins ein, was in dem Sinne genau diese Mesh-Funktion macht, nämlich dass er eben aus einer Hauptloop Sachen ersetzt. Also im Prinzip fast wie ein Triggern eigentlich. Ja, ne? Genau. Sowas könnte man natürlich probieren über ein Trigger-Plugin oder tatsächlich natürlich manuell schneiden, so wie ich das ja oben auch mit diesen Stylus-Loops gemacht habe, dass man einfach mehrere Loops reinsetzt ins Arrangement, die vielleicht auch händisch in 16 zerschneidet oder 8 oder was auch immer und dann einfach vielleicht auch randommäßig muted, Sachen versetzt. Nur hier ist es halt mit so einer spielerischen Komponente verbunden, dass man eben nicht mit der Maus so überlegt Sachen machen muss, sondern dass es halt wirklich so ein bisschen zufällig passiert. Ja. Und dieses Tool gibt es natürlich tatsächlich eben in Sugarbytes, Effect-Tricks ist es ja wirklich, glaube ich, ja, genau, ja, ja. Wo man eben auch so verschiedene Presets abrufen kann, dann im Native Instruments Paket ist dieses Finger drin, was auch so ähnliche Sachen macht, also man kann sich mit Sicherheit ein ähnliches Tool... Ja, ja. Aber das ist nicht All-in-One und hier genau, ist alles richtig. So richtig toll, dass ich wieder Lust auf... genau. Ja, andersrum ist natürlich Ableton Live bei dieser Arbeitsweise, wie Robert Koch hier an den Tag legt, ein ideales Tool, weil man eben ja so dieses mit dieses sehr Sample-bezogene, dass man sich einzelne Samples raussucht und die explizit bearbeitet und nicht hier so mit zig verschiedenen Spuren und so arbeitet, kommt natürlich seiner Arbeitsweise auch sehr, sehr entgegen. Das muss man sagen. Gut, schauen wir uns noch die Masterkette an. Und zwar sieht die wie folgt aus, ist eigentlich wieder der Klassiker, nämlich, dass ich hier einen SSL-Kompressor drauf habe, den klassischen Buskompressor, etwas EQ, noch mehr EQ, das ist der ein spezielles Tool, gucken wir uns gleich an, und hinten der abschließende Limiter. Ich lasse nochmal hier diese Stelle laufen. Mach mal die ganze Kette aus. Ah, langweilig. Und hast du auch bei eingeschalteten Masterkette gemixt oder ja, später? Ja, nee, okay. Auf jeden Fall. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich am Anfang, also ich habe ja immer die Ausgangslage, den Originaltrack. Natürlich versuche ich erstmal rein bei der Soundsuche zu gucken, dass ich möglichst nah so ans Original herankomme. Aber irgendwann kommt immer unweigerlich der Punkt, wo ich unbedingt mit der Masterkette arbeiten muss, weil ich mich ja auch immer mit dem fertigen Master vergleiche. Und es ist halt unheimlich schwierig, dann einfach nur durch den Mix auch diese Lautheit irgendwie zu erreichen und diese Dichte, die eben das fertige Master hat, mit dem ich mich vergleiche. Okay. Also schalte ich irgendwann im Laufe der Produktion, also wenn es auch so um die finale Balance geht von Sounds, dann schalte ich diese Masterkette mit dazu, die auch so ein Standard in dieser Form so für mich geworden ist. Der SSL-Buskompressor ist ja, sagen wir mal, 99,9% der Produktion, die ich mache, irgendwie immer am Start. Auch direkt als erstes Plugin. Mit dem verdichte ich einfach den kompletten Mix. Der hat einfach diesen berühmten Glue-Faktor. Kann man ja auch hier nochmal demonstrieren. Ja, und sofort wird es halt alles sehr zusammengepresst, aber wie ich eben finde, auch eine sehr angenehme Art. Das ist immer für mich dieser Spruch so, sounds like a record. Also plötzlich hat man das Gefühl, es klingt wie eine Platte und nicht wie, ich habe hier irgendwie ein paar Spuren. Demo oder so. Ja, genau. Was, ne? So. Ja. Das hat einfach so diesen Effekt, dass wirklich alles so zusammenfügt. Das zweite ist dann meistens eben ein EQ. Der hebt in diesem Fall nochmal ganz gut besser an. Hier ungefähr, ja, was haben wir da? 2,4 dB also ungefähr. Fast 41 Hertz. Und
Das hat jetzt nur den Grund, weil ich auch immer mit einem Analyzer arbeite und mir einfach auch die Kurve des Originals angucke und festgestellt habe, dass genau in dem Bereich eben im Original eine riesen Nase drin war, die halt irgendwie betont werden muss. Jetzt kann ich natürlich hingehen, gucken, kann ich das irgendwie im Bass machen, kann ich das mit der Kick irgendwie erreichen, aber das einfachste Mittel ist natürlich im Master EQ erstmal zu gucken, komme ich da irgendwie so hin und was für einen Effekt hat das irgendwie auf meinen Mix? Klingt das gut, klingt es nicht gut, wird es jetzt alles irgendwie... Genau. Hat in diesem Fall einfach gut funktioniert, aber es ist jetzt ja auch, es ist keine wilde Kurve. Ja. Man muss sich immer dann ein bisschen Sorgen machen, wenn man hier jetzt irgendwie, wenn ich jetzt hier plötzlich sowas hier irgendwie hätte. Ein Telefoneffekt. Wenn ich sagen wir mal so eine Kurve hätte, da müsste ich mich doch fragen, ob ich nicht irgendwas in dem Mix nochmal anders machen muss. Das wäre schon irgendwie ziemlich schlimm. So. Als nächstes habe ich hier den BX Digital V2 von Brainworks. Das ist für mich so ein Standard-Tool einfach geworden. Einfach ein technischer Alleskönner. Das ist nämlich eine Mischung aus klassischem EQ, dann dieser Monomaker und De-Esser-Sektion und einer Stereo-Verbreiterung. Also hier gehe ich einmal ordentlich in die Breite. Zweitens habe ich hier einen Sicherheits-Low-Cut drauf, der einfach hier auf der untersten Frequenz schön abrundet, dass mir da nichts passiert. Dann hat er hier diese sehr schöne Bass-Shift-Funktion, die ich super finde, weil man dadurch so sehr rund besser anheben kann, weil er nämlich gleichzeitig auch wieder Frequenzen wegnimmt und dadurch eine sehr schöne, ja, runde, aufgeräumte Kurve macht und man nicht das Gefühl hat, plötzlich wird alles so boomy irgendwie, dass alles so sehr suppig wird. Dann eben diese Monomaker-Sektion habe ich hier auf 50 Hertz gestellt. Das heißt, alles, was unterhalb 50 Hertz ist, macht der Mono. Dadurch wird jeder Mix immer schön aufgeräumt, weil was hier an der Stereo-Verbreiterung passiert und vielleicht hat man auch so schwammige Synthi-Bässe und so, die so irgendwie so rumwabern und die werden dadurch einfach präziser. Vor allem, man hört das ja gar nicht. Also man hört ja, glaube ich, auch ab 80 Hertz. Ob es überhaupt Stereo ist oder nicht. Das weiß ich nicht mal. Ich habe das mal gelernt. Sehr gut. Genau. Ja, stimmt. Du warst an der, kannst du Werbung für machen? Pop-Akademie in Köln. Sehr gut. De-Esser brauche ich jetzt nicht, sind ja jetzt nicht wirklich Vocals drin, aber das ist ja auch ein Mastering-EQ. Mhm. Wenn man jetzt Sachen bekommt zum Mastern und man hat nun diese Stereospur und man stellt fest, das zizzelt aber doch, wirkt ja echt Wunder. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut auf ganzen Mixen. Ist wunderbar. Also das habe ich hier mitgemacht. Also tatsächlich eher ein bisschen technisch abrunden, verbreitern und ein bisschen clean aufräumen. Und eben der letzte Punkt, Moment, das habe ich noch gar nicht gezeigt, also wir haben ja den Kompressor dran gemacht, jetzt mache ich mal die EQs mit dran. Mhm. Und jetzt als letzte Baustelle den Precision Maximizer, der es jetzt einfach laut macht und dicht macht. Eben hier über seinen Shape- und Mix-Button. Ich habe gesehen, dass Robert Koch mit diesem Projekt in den Emil Berliner Studios war und die halt ein schönes Sortiment an alter Vintage-Technik haben. Mhm. Und dort hat er dieses Album gemischt, aber jetzt nicht eben, dass er seine ganzen Projekte mitgebracht hat, sondern einfach Stems gemacht hat. Und dann haben die zum Teil nochmal auf Bandmaschine aufgenommen, schön mit dem alten Outboard-Equipment bearbeitet und ja, die Stems dort halt summiert. Und da war er sehr begeistert von. Und ja, mein kleiner Beitrag wäre dann hier, dass man mit diesem Shape-Regler hat man eben auch so eine Art Bandsättigung, die man parallel dazu fahren kann. Das bestimmt man wiederum mit dem Mixregler und Shape habe ich deswegen jetzt einfach fast voll aufgedreht und dann hier mit dem Mixregler auch noch ordentlich reingedreht, dass es einfach diese Dichte bekommt. Ja, und damit sind wir durch mit diesem Thema. Abschließend kann man vielleicht nochmal eben
das so zusammenfassen, dass man sagt, ja, man muss, es geht um diese Kreativität eigentlich. Ne? Also man kann eigentlich nur jedem empfehlen, macht solche Jam-Sessions, lauft mit einem Field Recorder durch die Gegend und sammelt einfach irgendwie Material, was man dann eben als Ausgangsbasis hier für so eine Produktion nehmen kann. Es muss also nicht das Native Instruments Upright Piano sein, was also in diesem Fall ja tatsächlich nur genommen wurde, um diesen Sound zu dekonstruieren. Mhm. Aber wenn man jetzt ein eigenes Pattern macht, wäre es natürlich viel, viel spannender, wenn du jetzt einfach eben aus deiner Sample Library vielleicht irgendwo, vielleicht unter schlimmsten Bedingungen aufgenommenes Klavier rausholst, was dann aber eben total Charakter hat und dass man dann als Ausgangsbasis hat. Wie bei diesen Sachen zum Beispiel jetzt wirklich so ein Spielzeugklavier nehmen. Genau, ja. Dann klingt das vielleicht auch mehr lebendiger. Total. Also das sind ja die Sachen, die es dann halt wirklich so unique, individuell machen, dass ich dann hier im nächsten Dekonstrukt sitze und dran verzweifle und denke, Mist, wie hat er das denn nur gemacht? Gut, also Waldemar, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe was gelernt heute. Ja, hoffentlich. Sehr schön. Und ich hoffe, ihr auch. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Also.